Ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen zu November Training. Schön, dass du dabei bist. Wir sehen uns hoffentlich jetzt die nächsten 16 Tage. Jeden Tag. Wir werden unsere Kondition natürlich verbessern. Wir werden unsere Figur formen. Wir werden auch mal dehnen und unsere Faszien bewegen, die Schultern, die Arme formen, den Rücken, den Bauch kräftigen, straffen, Gesäß und Beine straffen. Eigentlich ein Rundherum-Paket, wenn du jetzt dabei bist. Mach immer so mit, wie es für dich okay ist. Du kannst jederzeit Pausen einlegen und eine einfache Variante wählen oder auch die schwierige Variante wählen, wie es für dich passt. Lade vielleicht noch jemanden ein, sich auch mit uns zu bewegen. Freue mich, wenn sich ganz viele Menschen bewegen jetzt in der kalten Jahreszeit, wenn die Tage kürzer werden. Und jetzt starten wir gleich mit einem Aufwärmtraining. Dazu natürlich dein Brustbein anheben, die Schulter nach hinten unten ziehen und beginne, deine Füße am Boden abzurollen. Fußspitze, Ferse ganz locker erstmal. Arme hängen lassen. Denk dir eine Krone auf deinem Kopf. Und dann lässt du deine Schultern ganz entspannt nach hinten kreisen. Mobilisiere die Schultergelenke, Fußgelenke, Knie, Hüftgelenke. Atem fließt. Du brauchst immer ein unterschiedliches Zeitfenster, so zwischen, ich würde sagen, 25 und 45 Minuten in etwa. Aber jederzeit auch mal einen Pausetag einlegen, wenn du möchtest. Die Videos bleiben ja online. Jeden Tag wird jetzt am Nachmittag ein neues online gehen und die bleiben dann natürlich auf meinem Kanal. Jetzt die Ellbogen. Sehr gut. Die Bewegung geht weiter, nur verlagerst du jetzt dein Körpergewicht rechts, links und nimmst jetzt die Ellbogen einzeln nach hinten. Das heißt, rechts und links im Wechsel, immer noch Fußspitze, Ferse abrollen. Rück schön groß die Bewegung, dass du auch die Hüftgelenke bewegst, die Brustwirbelsäule. Jetzt nimm beide Arme und zeichne riesige liegende Achter neben deinem Körper. Vorne kreuzen sich die zwei Kreise. Und dann machst du jetzt einen Schritt nach links. Schau mal, nimmst den rechten Arm mit. Einen Schritt nach rechts, den linken Arm. Einfach dich zur Seite neigen. Ruhig auch gleich dein Knie, dein Neckknie beugen. Hin und her bewegen. Bauchnabel sanft nach innen ziehen. Dann lass die Arme locker und schwing sie um deinen Körper herum. Einfach wirklich fallen lassen. Von rechts nach links. Dann tipp weiter außen auf, werde noch größer. Ein bisschen aufgewärmt. Sehr gut. Dann bleibst du in der Mitte, pendelst dich zur Mitte ein, atmest ein, Arme nach oben, Handballen schließen, entweder die Arme gebeugt, vielleicht magst du sie auch strecken, Knie gebeugt und jetzt gehst du mit dem Oberkörper nach rechts und links. Deine schräge Bauchmuskulatur arbeiten lassen.
das Becken wirklich ganz ruhig in der Mitte halten und nur den Oberkörper von rechts nach links bewegen. Immer noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Dann bleibst du hier in der Mitte, nimmst einen Arm zur Seite, kraftvoll, und die anderen stützt du ein. Und jetzt gehst du mit dem Knie Richtung Ellbogen, hier die Rippenbögen und Beckenknochen zueinander ziehen. Kommst nochmal wieder zurück. Nochmal. Ganz kraftvoll die schrägen Bauchmuskeln aktivieren. Gehen noch 5, 5, 4. Noch 3, 2, noch einen, komm wieder zur Mitte, bleib hier, beide Arme jetzt hier nach außen, Spannung aufbauen und geh nochmal nach rechts und links, trainier noch einmal deine schräge Bauchmuskulatur, aktivier die Taille, Nacken ganz entspannt halten, das ist wichtig. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und stopp, bleibe da, stütz die andere Hand ein und Gewicht auf dein linkes Bein und jetzt Ellbogen, Knie zueinander, auseinander, kraftvoll. Zehn, jetzt nur noch 5-mal, wirklich mit Spannung. 5, 4, 3, 2, halte dann hier außen, stopp, löse auf. Ich mache so ein bisschen seitlich mit, lass deine Schultern ganz entspannt nach hinten unten ziehen, nimm den Oberkörper nach vorne, ganz geraden Rücken. Und jetzt gehen die Arme tief und du tust so, als würdest du mit Kraft ein schweres Gewicht an den Bauchnabel ziehen. Ganz nah am Körper die Ellbogen zurück und wieder vor. Nochmal ganz kraftvoll zurück und vor. Spür wirklich den oberen Rücken, der da jetzt arbeitet. Bauchnabel nach innen oben. Deine Körpermitte stabil halten. Ganz wichtig, der obere Rücken für unsere Haltung. Bleib jetzt oben und mach ganz kleine Bewegungen hoch, 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 ziehen, 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 bis es warm wird im oberen Rücken. Noch einmal oben halten, genießen und aufrichten, lösen, langstrecken. Ruhig mal kurz die Beine wieder mitbewegen und zurückkommen in einen hüftbreiten Stand. Da bleibst du jetzt, löst deine Arme und gehst tief in Richtung Fersen, aber deine Füße gleichmäßig belasten. Also setz dich tief, vielleicht noch mal ein bisschen weiter öffnen.
Arme nach vorne, Schultern tief, Rücken gerade, Oberschenkel vielleicht waagrecht. Jetzt kommst du hoch, nimmst die Hände zur Brust und streckst sie nach außen. Ein Bein, ich mache so mit, zur Seite heben. Fußspitzen nach vorne, Außenseite, Oberschenkel. Jetzt kommst du nochmal tief, schiebst die Arme nach vorne, kommst hoch und andere Seite. Und tief, richtig schön tief, Balance finden, Balance halten da oben. Es darf auch wackeln, wenn du wackelst. Trainierst du deine tiefen Muskeln, also es kann auch immer mal wieder wackeln. Und Seite, tief und hoch. Gleich nochmal, gerade Rücken, bleib hier oben. 3, 2, 1 und nach vorne. Und 3, 2, 1 und tief. Und 3, 2, 1. Außenseite und Po, Oberschenkel. Richtig weit. Geht's den Schultern? Die merkst du vielleicht auch schon. Jetzt bleibst du 3 unten. Das heißt, 3, 2, 1 hoch und heben. Nochmal. 3, 2. Tiefer. Geht noch ein bisschen. Gehst immer so tief, wie es für dich am besten passt. Jede Seite noch einmal. Und hoch. Letztes Mal. Und entspannen, locker. Arme lockern, Oberkörper, Beine so richtig schütteln. Und wir gehen jetzt eins tiefer auf den Boden. Gerne ein Kissen unter deine Knie legen, wenn du willst. Ansonsten geht es natürlich auch so. Die Hände nach vorne, Schulter schmal. Gesäß nach hinten absetzen, den Nacken lang. Und jetzt schiebst du dich vor, gehst mit dem Brustbein zwischen den Händen tief und drückst dich ausatmend wieder hoch, zurück. Das ist der Trizeps, Oberarm. Nochmal nach vorne, Brustbein zwischen den Händen, ausatmen, Bauch fest und wieder zurück. Gleich nochmal tief. Schau, dass dein Oberkörper in einer Linie mit deinem Becken bleibt, also dein Po nicht absinkt, gerade wenn du dich hochdrückst. Bauch spannen. Aktiv. Deine Körpermitte. Nochmal. Gehst so tief, wie es für dich am besten passt. Alles ist richtig. Einmal noch, oder? Einmal. Vor, tief und zurücksetzen. Sehr gut. Kurzen Moment lockern, Arme auslockern, Schultern natürlich auch. Und wir kommen jetzt auf die Seite. Du kannst die nächste Übung in der Seitlage machen, wenn du das willst. Das heißt, du legst dich runter,
Fersen in Höhe deines Oberkörpers. Wenn du dich jetzt ganz ablegen möchtest, kannst du das tun. Wenn du dich mit mir auf den Unterarm stützt, hast du zusätzlich natürlich die ganze Seite, die du trainierst und die Stützkraft. Wichtig, probier es. Zieh den Arm zu dir ran, gefühlt, dann kommst du auch gleich aus der Schulter raus, Fersen in Höhe deines Oberkörpers, stütz dich ruhig hier ein und komm jetzt hoch mit dem Becken. Wenn du hochkommst, hebst du dein Knie, schau mal da, wo meine Hand ist, bleibst du ganz senkrecht stehen, also Becken bleibt. Und jetzt sitzt wieder ein Stück dich nach unten ab und rück dich nochmal hoch. Po-Muskulatur, Taille, zieh den Unterarm ran zu dir, dein Tempo. Schaffen wir noch 5, 5, 4, 3, 2 und absetzen, hochkommen, auslockern, andere Seite, sehr schön, Unterarmstütz. Oder dich ablegen. Also erst wieder in deine Richtung ziehen. Fersen ungefähr in Höhe deines Rumpfes. Stütz dich ab. Komm hoch. Becken heben. Und hoch. Und wieder nicht ganz ab. Nochmal. Lass dir Zeit. Noch 5, 5, 4, 3, 2, noch einen und absetzen und lockern. Warm, oder? Wird's gleich richtig warm. Fass deinen Oberschenkel und roll dich in die Rückenlage ab, sodass du zuerst mal bequem hier unten liegst. Deine Arme rücken neben den Körper ablegen, Handflächen Richtung Decke. Beide Füße mal ein bisschen enger zusammen. Und jetzt kipp dein Steißbein Richtung Fersen, Becken anheben und nimm deine rechte Ferse auf dein linkes Knie. Das Knie zeigt nach oben in Richtung Decke. Gut. Und von hier jetzt ganz klein hoch tief. Po spüren, Rückseite, Oberschenkel. Ein bisschen noch. Wird anstrengend. Halte oben. Setz den Fuß ab. Roll dich einen kurzen Moment runter und entspanne, auslockern. Nur noch eine Seite. Füße eng zusammen. Füße in den Boden schieben, Steißbein Richtung Ferse, roll dich hoch. Nimm deine linke Ferse jetzt auf das Knie oder Oberschenkel und mach wieder ganz kleine hoch tief. Immer aus der Spannung raus.
ein bisschen noch durchhalten. Schaffen wir noch die 10 Stück. Noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und lösen. Super. Locker lassen, die Beine so richtig ausschütteln. Und die Hände gleich hinter den Kopf nehmen. Mit den Fingerspitzen an deinen Kopf. Jetzt, wenn du die Ellbogen ein kleines bisschen weiter nach vorne nimmst, ist dein Nacken entspannter. Atme aus, heb den Oberkörper. Platz zwischen Kinn und Brustbein. Und geh jetzt mit der linken Hand zum rechten Knie und mit der rechten Hand zum linken. Ausatmen. Aus. Diagonal nach oben. Bleib dann gleich mal 3 oben. 3, 2 und wechseln. 3, 2, einen und wechseln. 3, 2. Immer noch atmen. Noch Platz zwischen Kinn und Brustbein. Jede Seite dann noch einmal. 3, also hochziehen. Letztes Mal jetzt. Und langsam runterrollen. Lass die Hände hinter dem Kopf, lass die Ellbogen nach außen zeigen. Nimm deine Fußsohlen zusammen und lass die Knie nach rechts und links kippen. Entspann dich, atme in den Bauch. Das ist wirklich locker. Sehr schön. Langsam deine Knie schließen. Kreuz jetzt rechts komplett über links und lass deine Knie einfach nach links rüber kippen. Lass den Kopf auf die Gegenseite schauen und das Knie geht nur so weit, wie du deine Schulter nach unten lassen kannst. Dehnung im Gesäß wahrnehmen, Bauch natürlich, Rücken. Dann nacheinander oder wegdrücken, erst ein Bein aufstellen, anderes Bein kreuzt, ganz rüber und lass deine Knie zur Seite, Kopf zur Gegenseite, in den Bauch atmen. Und du kannst mit dem Fuß bestimmen, wie weit du zur Seite abkippen willst. Ganz langsam wieder zur Mitte zurückkommen. Beide Füße jetzt aufstellen, die beiden Knie auf eine Seite. Und jetzt bleib einen Moment da liegen und fass, schon ein bisschen zu dir, fass deinen oberen Fuß entweder mit einem Handtuch hier rumwickeln und dann das Handtuch ziehen oder eben den Fuß der Hand fassen, Oberschenkel parallel zum Boden und jetzt den Fuß in die Hand drücken. Hüftbeuge, Oberschenkel, Dehnung. Das untere Knie ist angezogen, das
dafür, dass dein Becken eben stabil bleiben kann. Jetzt kannst du dich auch einfach nach hinten weg von mir drehen. Ich stütze mich aber hoch, dass ich dich sehen kann. Also andere Seite jetzt ganz einfach. Wieder Kopf ablegen, Fuß fassen, Oberschenkel waagrecht zum Boden und den Fuß in die Hand drücken. Po aktiv. Merkst du? Sehr gut. Dann löse wieder langsam auf, stütze dich gleich zur Seite nach oben. Komm auf die Knie und gleich mal auf deine Füße. Stütze dich auf die Oberschenkel und mach deinen Rücken zuerst ganz rund, Kopf rein. Dann den Blick wieder nach vorne richten. Dann nochmal den Kopf rein. Den Blick nach vorne richten und wenn dein Rücken jetzt gerade ist, dann hebst du dich ganz gerade nach oben zum Stehen. Lässt locker, Beine ausschütteln. Alles gut? Ich hoffe doch. Locker dich richtig aus. Morgen heißt es Kondition. Atme ein, streck dich lang. Atme aus, lass dich nochmal fallen. Rechten Arm jetzt oder rechte Hand zwischen die Schulterblätter. Dein rechtes Bein darfst du auch kreuzen und zieh deinen ganzen Körper jetzt nach links. Ich mache immer spiegelbildlich, also nicht wundern. Den Trizeps dehnen und die ganze seitliche Rumpfstruktur. Und dann wieder zur Mitte, natürlich auch die andere Seite. Kreuzen, langziehen. Ausatmen und immer ein bisschen weiter in die Position hineinschmelzen. Dann nochmal lösen. Hände hinten, Brustbein heben, Schultern zurück. Also die nächsten 16 Tage sehen wir uns. Vielleicht machen ja ganz viele mit, auch Freunde, Freundinnen von dir. Nur umso schöner, umso mehr man auch kennt, die sich bewegen. Atme ein, streck dich. Atme aus, lass los. Atme ein, zieh dich lang. Öffne deine Arme und entspanne dich. Gleich mal heute öfters am Tag an deine Haltung denken. Das formt natürlich auch schon die Figur. Also immer wieder Brustbein heben. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ich freue mich riesig über einen Kommentar. Und natürlich freuen sich auch die anderen Teilnehmer, wenn sie lesen, wie es dir so gegangen hat oder wie es dir jetzt so geht. Gefällt mir drücken, wenn es dir gefallen hat. Abonniere meinen Kanal, das ist übrigens kostenlos. Und wenn du willst, kannst du meine Arbeit auch unterstützen. Vielen Dank natürlich auch an alle, die es bereits tun. Der Link ist unten in der Beschreibung, da steht deine Unterstützung. Klick mal drauf und wähl dann einfach aus, mit wie vielen Monaten du das machen möchtest. 2,50, 5,10 Euro, 20, was du willst, was es dir wert ist sozusagen. Vielen Dank. Und klar freue ich mich, wenn wir uns ganz einfach so bei unserem nächsten gemeinsamen Training wiedersehen. Vielleicht ja. Bis morgen.